Heute zeige ich dir, wie du mit nur einer Übung Kraft, Koordination und Beweglichkeit trainieren kannst und dafür noch nicht mal ins Fitnessstudio musst. Schau mal rein. Hi, ich bin's, der Rudi. Seid gegrüßt, Gitarristen der Welt, heute mal aus meinem Homeoffice. Ja, eigentlich die Rumpelkammer, wo meine ganzen Akten liegen. Buchführungsunterlagen muss ich ja als Kaufmann 10 Jahre aufbewahren. Dann darf ich sie wegschmeißen, aber vorher noch eine Kopie machen, bitte. Ja, da steht eine Gitarre, da steht eine Gitarre, da steht ein Verstärker. Dann mache ich also auch Musik. Da vorne steht noch ein Klavierzimbel. Auf dem pianiere ich aber sehr wenig, weil eigentlich kann ich ja gar nicht Klavier spielen. Meine Frau schon, aber okay. Wie gesagt, heute mal aus dem Homeoffice. Hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach damit, dass ich eigentlich Urlaub habe. Es Spider-Männle steht auf dem Programm. Warum ist Spider-Männle? Erzähle ich gleich. Es geht darum, dass du als Anfänger an der Gitarre oft das Problem hast, dass die Finger nicht dahin wollen, wo du sie haben willst. Und wenn sie dann da sind, wo sie hin sollen, dann schnarrt es irgendwie oder surrt und die Finger tun weh und die Handgelenke und irgendwie macht das alles keinen Spaß. Und ich versuche dir jetzt ein paar Sachen zu zeigen, wie du das abstellen kannst. Die häufigsten Fehler sind genau 2 Stück. Erstens, nicht genug Kaffee. Und zweitens, die falschen Tassen. Die richtigen gibt es übrigens da. Schauen wir uns das mal an. Oft wird es so gemacht, sehe ich bei meinen Schülern immer wieder, die sitzen mit der Gitarre dann da und haben dann eben diese, ich sage immer Gunter Gabriel Gedächtnishaltung. Also die Kopfplatte ist ganz unten, die ist jetzt unterhalb der Tischkante hier. Ich meine, das ist eine sehr schöne Kopfplatte, aber es geht eigentlich um meinen Ellenbogen. Der Ellenbogen ist fast gestreckt. So, wenn ich jetzt auch noch so greife, wie ich das meinen Schülern immer zeige, dass nämlich der Handrücken nach vorne kommt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass hier immer so ein Smiley drauf wäre. Ich mache hier mal so ein Smiley drauf. Da und da und da. So, und das Smiley sollt ihr euch eigentlich mal angucken beim Greifen. So, wenn ich jetzt also dann die Hand so weit rumdrehe, dass das Smiley nach vorne kommt und bin so weit unten mit dem Ellenbogen, dann tut es hier unheimlich im ganzen Bewegungsapparat weh, weil ich muss das Handgelenk so weit rumdrehen, ich muss den Ellenbogen so weit rumdrehen, drehe die Schulter ein und dann wird es alles nicht so schön. Also, Nummer 1, Gitarre höher halten. Jetzt siehst du hier natürlich schön die Tischplatte und siehst, dass die Gitarre ein bisschen schräg nach oben läuft. Ungefähr in einem 20-Grad-Winkel. Dann greifen bitte, ganz wichtig, jetzt kommt wieder der Kuli, mit der Fingerspitze, Fingerkuppe oder wie man es auch nennen will. Viele greifen am Anfang erstmal hier mit dem weichen Teil. Das ist da, wo beim Krimi immer die Fingerabdrücke genommen werden. Ne? Also das hier ist die Fingerbeere. Das heißt tatsächlich so. Also diesen Begriff gibt es. Also es ist ganz weich. So, und wenn ich dann natürlich mit der Fingerbeere auf die Seiten drauf drücke, dann muss ich irre feste drücken, weil es gibt ja alles nach. Ja? So, und die Fingerkuppe vorne, die ist ein bisschen fester, auch durch den Fingernagel. Und ich drücke, wenn ich mit der Fingerspitze drücke, mit der Fingerkuppe, drücke ich ja auch fast von oben senkrecht auf die Seite drauf. Ich hoffe, das sieht man jetzt so. Ja? So. Und dann gehen wir hier an die Bundstäbchen ran. Und wenn ich jetzt im zweiten Bund drücke, also in diesem zweiten Kästchen hier, ganz nah am Bundstäbchen dran, aber nicht drauf. So, das ist wichtig. So, und das kannst du zu Hause auch mal ausprobieren mit deiner Gitarre. Leg einfach mal den Finger mal drauf und dann hört sich das so dumpf an. Und dann drückst du so Millimeterchen für Millimeterchen runter, dann surrt es irgendwann mal so. Und dann ist irgendwann der Ton da. Und dann bitte nicht fester drücken. Gleiche Seite, gleicher Finger, gleicher Bund, aber hinten. Der zweite Bund bietet sich an, weil der schön groß ist. Ja, und da drückst du dann auch wieder nur so langsam weiter runter, bis der Ton kommt und du wirst merken, da muss ich auch schon richtig zulangen, also muss ich schon fester drücken, habe ich schon richtige Riefen hier vorne in der Fingerkuppe. Also hier vorne ist es wesentlich einfacher, da hinten ist es richtig schwer. Das heißt, wenn du einen Griff machst, versuche alle Finger so nah wie möglich an das Bundstäbchen vorne ranzubringen, in der jeweiligen Griffposition. Beim G-Dur ist es noch relativ einfach. Wo es schwieriger wird, ist jetzt zum Beispiel beim A. Eigentlich
Unmöglich, weil du kannst nicht mit allen drei Fingern, wenn die in einem Bund sind, alle nah am Bundstäbchen packen, weil müsste die Gitarre so breit sein. Es funktioniert nicht so gut. Also da musst du tatsächlich nach hinten weg. Aber da, wo es möglich ist, immer so nah wie möglich am Bundstäbchen packen. So, und da genau ist die Schwierigkeit beim Anfänger. Der Anfänger hat natürlich noch nicht so bewegliche Finger. Und du bist in der oberen Lage und du bist noch irre weit voneinander weg alles. Und viele Leute verzweifeln dann, ne? Und greifen dann zu irgendwelchen ominösen Hilfsmitteln. Machen irgendwie Krafttraining. Ne? Da gibt es auch oder hier so welche Hilfsmittel dann zur Hand. Ne? Ja. Der Fingertrainer gibt es auch noch. Das in Kleinformat. Also so ein Gripmaster nennt sich das. Das habe ich auch im Laden. Das ist so ein kleines Gerät. Das nimmst du in die Hand. Da sind vier Knöpfe dran. Die sind alle federgelagert. Und da kannst du jeden Finger einzeln trainieren. Da kannst du richtig schön dann den Ringfinger und den kleinen Finger und alle einzeln runterdrücken. Und der erhöht deine Griffkraft. Das macht er sehr zuverlässig. Tolles Ding. Allerdings immer in diesem Abstand. Du bist immer ganz nah mit den Fingern beieinander. So, wenn du damit ein halbes Jahr trainierst, hast du eine Griffkraft wie der Seewolf und kannst dann rohe Kartoffeln zerdrücken. Aber du willst ja Gitarre spielen. Und in den oberen Lagen musst du dann weit mit den Fingern auseinander. Das heißt, du hast die Kraft hier aufgebaut, aber nicht da. So, also Gripmaster mal vergessen. Ich meine, ich habe ihn im Laden und wer ihn haben möchte, dem verkaufe ich den natürlich auch, aber an der Stelle bringt er dich jetzt nicht weiter. Schnappen wir uns die Gitarre nochmal. So. So, und dann kommt natürlich noch ein Fehler dazu, den viele Anfänger machen. Wir sprechen immer von dem Griff. Die Gitarre muss nicht festgehalten werden. Also wenn die Gitarre gut positioniert ist, dann kannst du die linke Hand, die Greifhand, wegnehmen. Das heißt, die Gitarre wird nicht festgehalten. Jedes Mal, wenn du die Gitarre festhältst, sind deine Finger nicht mehr beweglich. Also der Hals, der sollte nicht in der Handfläche liegen, sieht man, sondern der Daumen kommt auf die Rückseite und dann wird gegriffen. Und dann siehst du, das ist rund, ne? Da ist noch Luft dazwischen. Da muss noch eine Beefy dazwischen passen, sage ich immer. So, und wenn du das dann schön machst, ist auch immer der Smiley vorne, ne? Und die Finger sind beweglich. Auch bitte den Ellenbogen nicht auflegen. Ja, das wird auch oft gemacht, dann wird der Ellenbogen aufgelegt, die Gitarre wird festgehalten und die Gunter Gabriel Gedächtnishaltung, Kopfplatte unten und da kann nichts werden. Dann tut es auch irgendwann mal im Rücken weh hinten. Ne? Also, hinterm Instrument schön groß machen, gerade sitzen. Der liebe Gott hat dir ein paar Gelenke mitgegeben. Es fängt hier oben in der Schulter an, das geht weiter im Ellenbogen, das geht weiter im Handgelenk und die Finger sind auch noch alle beweglich. Das kannst du nutzen. Ich habe das oft, dass die, das sind nicht nur Kinder, die da sitzen, das sind auch Erwachsene. Die sitzen dann so mit der Gitarre da, ne, und dann packe ich hier an der Kopfplatte an und sage, hör mal, nimm den Kopf mal hoch. Und dann drücke ich den hoch und die gehen dann im Ganzen dann so mit. So, einfach nur den hier machen. So, und dann siehst du auch hier, mein Ellenbogen ist jetzt in fast einem 90-Grad-Winkel. Ich kann wunderbar hier variieren, ich kann dahin, ich kann dahin, ich kann alles schön erreichen. Dann gibt es, um die Beweglichkeit der Finger zu erhöhen, es gibt es viele Fingerübungen. Und meistens, die fangen meistens von oben an. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, bei einem Training machst du es doch auch andersrum. Wenn du einen Marathon läufst, du rennst nicht direkt die 40 Kilometer, sondern du fängst erstmal mit einer Stadionrunde an. Also mach es doch erstmal einfach. Und deswegen habe ich den Spieß umgedreht und habe am 9. Bund angefangen. 9, 10, 11, 12. Das sind die Bünde, die jeder Gitarrist spielen kann. Egal, ob du jetzt, wie ich jetzt hier, eine E-Gitarre hast, ob du eine Western-Gitarre hast oder ob du eine klassische Gitarre hast. So, aber hier haben wir jetzt den 9, 10, 11, 12, da können wir wunderbar hin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu müssen wir jetzt nochmal einen Winkel haben. Also den 20-Grad-Winkel hatten wir. Wenn ich jetzt so greife und habe die Gitarre ganz glatt, platsch vorm Bauch, muss ich hier, wenn ich hier hingehe, das Handgelenk auch wieder sehr verdrehen. Deswegen bitte hier auch nochmal die Gitarre nach vorne bringen. Kopfplatte also nach vorne. Hier den Korpus schön am Bauch, schön anschmiegen, dass wir mit einem geraden Handgelenk hier hingreifen können. Wenn man sich jetzt hier so eine Körperachse dann denkt und die Gitarre dann eben in diesen Winkel hält, dann sind es ungefähr 45 Grad. Kann man sich merken. 20, 45, kann dir nichts mehr passieren. 20, 45, das Jahr, an dem der Coronavirus verschwindet. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Wir fangen am 9. Bund an, wir setzen den Zeigefinger drauf. Nah am Bundstäbchen, spielen einmal den Ton. Nehmen den Mittelfinger in den 10. Bund. Spielen einmal den Ton. Der Zeigefinger bleibt stehen. Nehmen den Ringfinger
Den 11. Bund spielen den Ton einmal nah am Bundstäbchen. Mittelfinger und Zeigefinger bleiben stehen. Der kleine Finger kommt in den 12. Bund. Auch wieder Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Alle bleiben in ihrer Position. Wenn du den dann hast, dann wechselst du mit dem Zeigefinger auf die nächste Seite, auf die A-Seite, in den 9. Bund. 9, Mittelfinger, 10, 11, 12. Nächste Seite, D-Seite. 9, 10, 11, 12. 9, 10, das ist G, 11, 12. Auf die B-Seite, 9. 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. So, jetzt weiß er auch, warum es den Spider-Man da heißt, weil mir hat mal eine Schülerin gesagt, das sieht so aus, als wenn eine Spinne über das Griffbrett läuft. Wahrscheinlich damit zu tun, dass ich viele Haare auf den Fingern habe. Aber egal. Und da habe ich das Ding Spider-Man-Übung genannt. Und meine Frau ist aus Stuttgart und die verniedlichen da ja immer alles. Ne? Und deswegen heißt das Ding jetzt Es Spider-Männle. Die Schwurbe sind überall. So, also 9, 10, 11, 12, wenn die dann durch sind, wenn du also auf der kleinen E12-Position angekommen bist, also dünne E-Seite, 12. Bund, gehst du auf den 7. Bund, auf die dicke E-Seite, E7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Gleichmäßig durchspielen, nicht schnell, es kommt nicht aufs Tempo an, es kommt auf die Gleichmäßigkeit an. Am besten mit Metronom. Und dann wechselst du zu 5. Du siehst jetzt schon, dass jetzt hier die Finger schon ein bisschen weiter auseinander sind. Und das ist der Trainingseffekt. Deswegen sollen die Finger auch in der Position bleiben. Weil je weiter du nach oben kommst, umso weiter kommen die Finger auseinander. Wenn du nachher bei der 1 angekommen bist, hast du deine ganz große Griffbreite dann schon erreicht. Ich sagte eben, gleichmäßig spielen. Das ist das A und O dabei. Spiel immer nur einen Ton pro Taktschlag. Du kannst es mit einem Metronom machen. Gibt es Metronom-App dafür oder ein richtiges Metronom aufstellen oder am Anfang tut es im Prinzip auch eine Uhr, weil die meisten haben einen Sekundenzeiger. So, wenn du jetzt quasi jede Sekunde einen Ton spielst, sind das 60 Beats pro Minute. Also für jede Sekunde einen Ton, eine Viertelnote, einen Taktschlag. Wenn dir das zu langsam ist, kannst du Achtel spielen. Und da kannst du sogar zwei Sachen direkt miteinander kombinieren. Dazu brauchst du natürlich so ein hochtechnisiertes Gerät, ein Plektrum, und dann spielst du 1, 2, 3, 4. Das wären jetzt nur Abschläge gewesen. Du kannst jetzt aber auch spielen 1 und 2 und 3 und 4 und, das heißt, du machst Abschläge und Aufschläge. Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag. Immer im Wechsel 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, du hast noch einen Trainingseffekt dabei. Du hast die Kraftentwicklung, du hast die Beweglichkeit, du hast den Rhythmus, du entwickelst die Koordination, Rechts-Links-Koordination. Habe ich noch gar nicht gesagt. Rechts-Links-Koordination. Du solltest darauf achten, dass Spielen und Setzen eine Bewegung sind. Nicht spielen, setzen, dann haben wir immer zwei Töne. Nein, das ist nicht gewollt. Also setzen und spielen ist eins, das ist dann die Links-Rechts-Koordination, dann diesen Wechselschlag, das ist nochmal eine Koordinationsgeschichte. Du hast den Rhythmus dabei, du hast die Kraftentwicklung, du hast das Beweglichkeitstraining. Das ist, ja, das ist quasi so eine Allzweckwaffe. Ne? Das ist Spider-Man. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Nee, sind wir noch nicht. Weil viele sagen dann, hä, warum? Das ist ja völlig anspruchslos, weil das ist ja keine Tonleiter. Ja, klar, aber wenn du gerade am Anfang bist, dann wirst du eine Tonleiter nie
so aus dem Kopf spielen können. Du wirst immer noch irgendwie was brauchen, eine Aufzeichnung oder so. Also, und jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause, dein Tag war hart, du bist müde, deine Motivation ist im Keller, dein Magen hängt auf den Knien. Und dann sagst du, ach ja, noch Gitarre üben. Und dann wuselst du in deinen Unterlagen und dann steht da irgendwo drauf, Rodis Hausaufgabe. Du spielst nicht. So, das Spider-Männle, das ist so einfach, dafür brauchst du noch nicht mal einen Zettel. So, du spielst einfach nur vier Töne, die nebeneinander auf dem Griffbrett liegen. Es ist einfach. Ja, deswegen funktioniert es. Deswegen spielst du. Du brauchst nicht drüber nachzudenken, was du da tust. Deswegen spielst du. Du brauchst keine Unterlagen rauszukramen. Du brauchst nur deine Gitarre zu nehmen und zu spielen. Und deswegen spielst du. Und der Zeitaufwand, der ist auch noch verschwindend gering. Weil, wenn du jetzt alle Positionen durchspielst, wir fangen bei der 9 an, spielen bei der 7 weiter, bei der 5, bei der 3, bei der 1. Und spielen alle Positionen durch. Dann sind es 120 Noten. Wenn wir auf unsere Uhr gucken, 60 Beats pro Minute, dann sind das 120 Sekunden. Das heißt, diese ganze Übung einmal durchspielen dauert 2 Minuten. Das heißt, du kannst diese Übung immer machen. Selbst dann, wenn du eigentlich gar keine Zeit hast, um Gitarre zu trainieren. Mach die Übung jeden Tag. Nimm sie als Aufwärmtraining. Vielleicht machst du danach dein normales Gitarrentraining. Vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann hast du 2 Minuten mit deinem Instrument verbracht. Jeden Tag. So, und du kannst die Übung natürlich auch noch ein bisschen aufbauen. Das eine habe ich dir schon gezeigt, dass man dann eben in Achtelnoten spielen könnte, dass man dann sagt 1 und 2 und 3 und 4 und. Man könnte auch sagen, wir machen 16 daraus. Wenn du 16 zählen kannst und du weißt, die dann entsprechend schon einzuordnen in der Rhythmuspyramide, dass du dann erste und da zweite und da dritte und da vierte und da, ne? Dass du das entsprechend durchzählst. Oder du spielst Viertelnoten in einem Dreivierteltakt. Das ist dadurch, dass du jetzt anders dich dann orientieren musst, wie der Takt dann eben durch deine Griffreihe dann eben sich durchnummeriert, ne, dass du den anders zählen musst, ist es auch schon eine etwas andere Geschichte vom Spielen. Probier es aus, du wirst dich wundern. Du kannst, wie gesagt, Sechzehntelnoten spielen. Du kannst Triolen spielen, spiel Achteltriolen. Geht alles. So, und wenn du die Fingerfertigkeit hast, wenn du das machen kannst, wenn du die Finger richtig setzt, dann kannst du auch hingehen und sagen, ah komm, jetzt gucke ich mir die Pentatoniken an und die einzelnen Pattern und die Übergänge dazwischen und wie sieht denn das aus? Und dann geht es dann richtig rund. So, das war es dann für heute aus Rodis Homeoffice. Auch hier an dieser Stelle auch nochmal mein Aufruf an euch, wenn ihr mit der Musik anfangen wollt, ich bin gerne für euch da. Meine Kontaktdaten sind ja eingeblendet. Wenn ihr von weiter weg kommt, wenn ihr nicht in der Nähe von Hückelhofen wohnt, dann gebt den Local Heroes bei euch in der Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. Bleibt alle gesund da draußen und seid tapfer.